genauso aus, dann schlürfen, Alter. Bah, das ist so widerlich, ne? Ist voll ekelhaft. Widerlich. Okay, wow, er ist halt immer noch unsichtbar, ne? Drütürk, schlaf gut. Schlaf gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Warum ist der unsichtbar? Was ist mit dem? Es ist Jesus, der kann aber das Wasser. Der kann sich sogar unsichtbar machen. Das ist ja das Kranke daran. Kopf abreißen und über den Kamin hängen. Ja. So habe ich das gelernt. Oh, ich habe ja ganz... Ach, du liebe Zeit. Naja. Auch wenn es hier so hell aussieht, ne? Hier ist es gar nicht hell. Ganz vergessen. Hä? Alter! Ach. Lul. Okay, wie viele Fledermäuse können hier spawnen? Ja. Krass. So, das sieht doch aber schon mal ganz gut aus. Um hier unten ein paar Felder zu machen, ne? Das sieht doch schon mal... Das sieht doch schon mal ganz nice aus. Da kann man auf jeden Fall was draus machen hier unten. Das ist sehr schön. Hier könnten wir theoretisch gesehen noch weitergehen in diese Richtung und dann so in so eine Art Labor übergehen. So ein bisschen weiße Wände und so mit Wolle vielleicht. Mal gucken. Wie sich die Stadt hier noch entwickelt. What? Teach, gute Nacht, schlaf gut. Schlaf gut, schlaf gut, schlaf gut. Gutes, gutes Nächtle, Gil. Gutes Nächtle. So. Ah, toll. Ja, wow. Toll, toll, hammer, hammergeil. Echt, wow. Applaus, Applaus für diese Worte. Mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für diese Art, mich zu begeistern. Ja, toll, diesen einen einzigen, aber ja, müssen wir noch wegmachen. Lass mich auf den Arsch. Alter! So. Hier muss noch Wich. Willst du mich verarschen? Tobi, kommst du klar? Nee, lange, lange nicht mehr. Schon lange, lange nicht mehr. Die Nummer ist lange durch. Durch. Wenn du verstehst, was ich meine. So. Ja, wie gesagt, das sieht halt jetzt hier unten nicht mehr ganz so cool aus, ne, wie hier vorne. Weil es halt doch relativ hier reingebaut ist, aber das ist okay, glaube ich. Das ist okay. Ach, komm, ey. GM Tanky, Dankeschön für 9 Monate. Vielen, vielen Dank. Juhu. Scheiße. Das ist doch scheiße. Scheiße. Ja, ich nehme mal ein bisschen mehr mit, vielleicht. Vielleicht, ne? Vielleicht nicht. Du kannst Panzer von den Schildkröten bekommen. Ja, ich weiß. Da, deswegen haben wir ja die Schildkröten da oben gezüchtet. Verstehst du? Ich meine, aber komm, wenn wir das jetzt eh schon geflutet haben wie so eine Badewanne, können wir hier hinten das auch wegmachen. So. Passt. So, damit es noch voller wird. Nice. Soll sich auch lohnen. So. Junge, 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 Junge. So. Passt. Aber hier ist schön, ne? Da müssen wir auf jeden Fall wieder irgendwelche Blumen hinpflanzen. Oder hier nicht Blumen, sondern
Pan verarscht dich gerade. Weißt du? Nee. Sehe ich nicht, weißt du? Pandoria, die sich zurück, ne, die hier Hardcore gespielt hat, ne? Und dann, oh, ich bin durch einen Bug gestorben. Ich brauche meinen Charakter wieder. Nee, komm, weißt du? Ist ja eine Frechheit. Pan, vielen Dank. Dankeschön. Alter, 2000 Leute sind einfach mal hier jetzt. Hallo, ja, ist schön. Ich mache jetzt auch gleich Schluss. Das ist toll, oder? Japan, vielen Dank. Japan, vielen Dank. Dankeschön für deinen, was ist das, ein Raid, ne? War das ein Raid? Das war ein Raid. Vielen Dank. Dankeschön. Liebe geht raus. Und Bellator, Dankeschön für 6 Monate. Ja, und einen wunderschönen guten Abend natürlich an alle, die aus Pandoria Stream kamen. Wie geht es euch? Und wie war Green Hell? Ich würde mir das nachher auf jeden Fall gerne nochmal angucken. Einfach, weil ich die Kombi Putzi und Pan echt, echt nice fand. Schon bei The Forest fand ich das extrem unterhaltsam. Das heißt, ich werde mir das nachher auf jeden Fall nochmal angucken. Verstörend? Verstörend also. Funke Münze, dankeschön für dein Prime-Sub, dankeschön. War interessant. Ah, okay. Grüner mit Putzi war nicer Dicer. Ja, wunderbar. Schön. So. Okay, haben wir das? Ja, hier müssen wir uns noch irgendwas überlegen mit der Wand, ne? Weiß ich noch nicht. Sehr, sehr nice. Kriege ich nicht mit, dass er nochmal geradet wurde? The real Jan Hegenberg? Jetzt habe ich aus Versehen aus Minecraft. Ist das der wirklich, der echte Jan Hegenberg? Der diese Gaming-Songs immer gemacht hat, diese Spiele-Songs? Das ist der... Ach, hör doch auf. Echt jetzt? Das ist ja nice. Der allerechte. Ja, mega nice. Ich bin ein... großer Fan von deinen Liedern. Das ist cool. The one and only. Voll geil. Sehr, sehr nice. Da freue ich mich drüber. Dankeschön. Vielen Dank. Und natürlich auch an dich, ne, oder an alle, die jetzt von dir rüberkommen. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Das ist ja nice. Das ist echt lustig. Voll cool. Voll gut. Sehr, sehr nice. Genau so ist es. Genau so ist es. Voll gut. Hammermäßig. Bringt mich mal aufs Laufende, wird das ein begehbares Aquarium? So ähnlich, das wird unsere Bude hier unten. Weil ist ja Minecraft Hardcore, ne? Und bei Hardcore muss man ja tatsächlich, ist ja oben an der Oberfläche sehr, sehr gefährlich. Ja, da kannst du ja nicht einfach so dir ein Häuschen bauen, musst ja immer Angst haben, dass dir ein Creeper durch den Vorgarten läuft. Und da dachte ich einfach, wir verbinden das, weil ich schon immer mal eine Unterwasserstadt bauen wollte. Gut, es wird keine Unterwasserstadt, aber es wird halt Unterwasser, so Unterwasser-Dingens hier, ne? So Unterwasser, Bim-Bam-Bum, weißt du Bescheid. Ja, Rapture wird's nicht unbedingt, aber so Unterwasser-Labor-mäßig. Jawohl. So die Richtung. Florantis. Sehr gut. Darf das Auswachsen der Schildkröten aber nicht verpassen. Wie, beziehungsweise wann, also wie lange brauchen die denn? Wie lange brauchen die Schildkröten, bis sie ausgewachsen sind? Crockpot President, Dankeschön für 51 Monate. Alter, du Verrückter. Vielen Dank. 20 Minuten nach... Minuten. Okay, 20 Minuten nach Schlüpfen. Alles klar. Okay. Mal gucken, das kriegen wir bestimmt hin, dass wir da rechtzeitig da sind, hoffe ich. Ich setze hier mal gerade ein paar Fackeln. So. So.
Wann sind, die denn geschlüpft? Weiß das noch jemand? Nee, ne? Ich auch nicht. Minuten. Och, 20 Minuten. Wir brauchen mehr Platz. Natürlich. Sind die schon ge... Die sind schon ausgewachsen. Na, ein bisschen eng da drin, wa? Ist doof. Jo, wir haben sie. 3 Stück. Freunde. nun, das ist ein bisschen eng hier drinnen, ne? Das ist, ich meine, das ist jetzt weniger mein Problem. Kann ich die jetzt freilassen? Ich meine, theoretisch gesehen kann ich die doch jetzt gehen lassen, oder? Wir brauchen die doch jetzt nicht mehr hier. Ja, easy. Siedeln wir die aus, komm. Lassen wir die frei. Du brauchst insgesamt 7. Was brauche ich? Wie, ich brauche insgesamt 7. Sieben Panzer. Ich dachte, das reicht einer. Oh, es wird übrigens dunkel. Wir gehen mal schnell. Wir gehen mal. Ja, komm. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Dann ich meine, guck mal, wir haben das da unten jetzt schon fast fertig gebaut, ohne dass wir irgendwie nur diesen komischen Schildkrötenpanzer haben. Scheiß der Hund drauf. War mal aber cool, also cooles Mal, dass wir es gemacht haben. Das auf jeden Fall. Wobei ich es schade finde, dass man die nicht irgendwie klein lassen kann, ne? Ich fand die jetzt klein, irgendwie voll putzig. Tatsächlich. Ist das noch Minecraft-Musik? Das ist eine sehr gute Frage. Nein, ist es nicht. Dankeschön für die Information. Verdammt. Mist, die Kack. Scheiße. Was Falco sagt, 4 braucht man, okay. Na toll, wir haben 3. Wow. Oh Gott, warte mal. Sula Casiopeia. Ist das richtig ausgesprochen? Dankeschön für deinen Prime-Sub. Wo kommen die Fledermaus her? Ja, die sind wahrscheinlich da unten gespawnt. Jetzt geh doch mal da runter. Die sind wahrscheinlich da unten gespawnt, schätze ich mal. 5 braucht man. Genau dafür liebe ich den Twitch-Chat, ne? 3, nein, du brauchst 4, nein, du brauchst 5, auf jeden Fall. Schnauze, du Idiot, du brauchst 4. schön. Ich habe kein Eisen mit hochgenommen. Jemand braucht 6. Kann nicht mal einer schreiben, dass wir 3 brauchen, weil die haben wir nämlich. Toll. Super. Danke für nichts. Ich denke mal, dann Leitern kann man mit Wasser wegmachen. Ja, das war auch wieder lustig vorhin, ne? Ah, seid ihr euch sicher, dass man das kann? Ja, Tobi, wie dumm bist du eigentlich? Leitern verschwinden, wenn man Wasser drauf gibt. Hm. Schon klar. Schon klar. Schon klar. Das ist sein Patch 1.0.3.4 so. Tobi kippt Wasser auf die Leitern. Leiter bleibt. Gut. Redbird RP, danke schön für deinen neuen Prime-Sub. Ich habe mich doch entschuldigt. Nein, easy. Das war ja nicht nur du, der das geschrieben hat. Das hat ja der halbe Chat hat das ja geschrieben. Alles gut, Falco. So. Du brauchst 9¾. Sehr schön. So, wir müssen aber, was wir auf jeden Fall machen müssen, ich glaube, wir müssen, wir brauchen ja gleich Wasser hier, also nicht gleich, das werden wir nicht mehr heute machen, aber wir brauchen ja Wasser hier unten, ne? Weil wir müssen ja dann auch die Felder bewässern, nicht? Und wir werden das folgendermaßen tun. Ich glaube, ich möchte hier oben dann ein Loch reinmachen und das Wasser von oben runterlaufen lassen. Wobei, ob das,
Weiß nicht, ob das so geil ist. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, ob das geil aussieht. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, wenn wir schon das Wasser direkt über uns haben, können wir es auch gleich nutzen, ne? Oder hier vielleicht so ein Loch hier in die Seiten reinmachen, wo das Wasser dann reinläuft, wie so eine Art Wasserfall. Mal gucken. Dann können wir auch Ertrunkene reinschwimmen durch ein Einserloch hier, wenn da nur so ein Loch ist. Wie nicht heute? Nein, ich mache jetzt gleich Schluss. Ich muss gleich Schluss machen. Aber wahrscheinlich, gegebenenfalls, vielleicht, weiß ich aber noch nicht. Gibt es heute Mittag, also morgen Mittag vielleicht wieder eine Runde Animal Crossing. Aber ich weiß es noch nicht. Ich bin mir noch nicht 100% sicher. Merke, Tobi macht immer dann Schluss, wenn ich auftauche. Langsam fühle ich mich gemobbt. Also, Matorin, der Hexer, was kommst du auch immer um die Zeit, wenn ich Schluss mache? Der Stream hat um 7:45 angefangen. Du hast über 4 Stunden Zeit gehabt, hierher zu kommen und zuzugucken. Was ist mit dir? Ich liebe es. Es ist immer dieser eine einzige. Wenn du nachher... Warte mal ab, nachher, wenn die Credits sind, ne? Es wird immer diesen einen einzigen geben, der hinschreibt und sagt, toll, Tobi, jetzt wo ich da bin, hörst du auf. Den gibt es immer. Es gibt immer diesen einen einzigen, der schreibt, toll, Tobi, jetzt wo ich da bin, hörst du auf. Das ist immer so. Ohne Scheiß. Bitte auf die Musik aufpassen, sonst kann man in der BOD kaum richtig nachschauen. Wir können dann nichts anderes übrig bleiben. Ja, sowieso. Alles gut. Wie gesagt, nur da, wo ich halt nicht quatsche. Da machen wir halt Lizenzmusik und alles andere halt so wie immer, ne? Wenn die Gaming-Musik halt im Hintergrund auch, geclaimed wird, kann ich da halt leider nichts für. Da kann ich nichts machen. Was? Alter, Cloudstrife, 100 Euro, was ist mit ihm? Sag mal, Cloudstrife, du bist doch gestern bei Knossi schon gewesen. Das habe ich doch gesehen. Was ist mit dir? 100 Euro? Hast du Lotto gewonnen oder was? Junge. Vielen Dank, Cloudstrife. Alter, du bist sehr verrückt. Dankeschön. Cloudstrife, vielen Dank. Wobei 100 Euro ist schon ein bisschen übertrieben, ne? Das weißt du aber schon. Dann weißt du schon, dass das ein bisschen übertrieben ist. Vielen Dank. Hat bestimmt das gewonnen, was Knossi gestern verloren hat. Das, ja. Würde mich nicht wundern. Baust du da auch Weizen an? Alles. Alles, was geht. So, warte, ich mache noch ein paar Dinger hin. So, dann haben wir das schon mal hier vorbereitet. Dann mache ich hier das hier nochmal weg. So. Wie gesagt, beim nächsten Mal müssen wir uns dann mal halt überlegen, was wir hier vom Boden reinmachen. Wahrscheinlich am besten Erde, gemixt mit irgendwie, wo wir laufen können oder so. Cloudstrife ist der Casino-Besitzer. Ja, das von mir aus gerne, ne? Also, bitte. Und denkt immer dran, was ich euch gesagt habe. Bevor ihr Casino einzahlt, spendet es lieber eurem Lieblingsstreamer. Wir könnten die Trapdoors zum Laufen nehmen. Ja, das ist gar keine schlechte Idee an sich. Übers Wasser zumindest. An sich würde ich aber auf jeden Fall gerne hier in der Mitte so einen Dreierweg lassen. Hier so, ne? Diese drei hier so durchgehen lassen, dass wir links und rechts die Felder haben. Und da hinten soll es ja dann noch weitergehen. Was? Okay, mache ich, Tobi? Cloudstrife, was machst du? Danke dir auf jeden Fall nochmal, ne? Vielen Dank für die 100 Euro. Du bist, wie gesagt, sehr verrückt. A crazy boy. Wie wär's mit Quarz? Boah, ich hab echt Angst, den Hardcore in die Höhle zu gehen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, Hardcore in die Höhle gehen ist schon, boah. Da wäre ich echt, da bin ich, in die Höhle, in die Hölle meine ich natürlich, in die Höhle.
So, ja, ne? Also das ist der Plan. Ansonsten muss ich sagen, gefällt es mir hier unten sehr, sehr gut. Ist natürlich schade, dass wir hier außenrum jetzt nicht das Wasser sehen, ne? Sondern dass wir das nur noch hier oben haben. Aber das sieht halt so ein bisschen reingebaut aus. Das ist gar nicht so verkehrt. Und sowas würde ich dann theoretisch gesehen gerne nochmal in die andere Richtung machen. Ne? Hier so. Aber dass das dann quasi in der Luft schwebt, weißt du? Jan 211996. Dankeschön für deinen neuen Sub. Sag mal, CloudStrife. Du hast eben erst 100 Euro gespendet und spendest jetzt wieder 100 Euro. Was ist mit dir? Der ist doch komplett verrückt, der Junge. Das ist ja unfassbar. Junge! Das ist ja unfassbar. CloudStrife, Alter, 100 Euro. Du bist doch echt verrückt. 200 Euro mal eben. Refund kommt. Ja, mal gucken. Ich hoffe nicht. Ich bin sehr gespannt. Er ist halt reich. Muss er. Zumindest viel Geld. Weil sonst, nee, reich nicht. Achso, ja gut. Milliardär, sagst du. Aber absolut, ne, Ehre auf deinen Nacken. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Liebe geht da auf jeden Fall raus an dich, CloudStrife. Vielen, vielen Dank. Ich halte mich mal zurück. Ja, Ingo wäre besser. Ingo wäre besser. Hab ein offenes Herz und Geld ist nicht wichtig. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ne? Liebe geht raus an dich. CloudStrife, danke, danke, danke. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich küsse dein offenes Herz. So, Booster LP, Dankeschön für 5 Euro. NL Famous, Dankeschön für 100 Bits. Und Star Wars Fangirl, Dankeschön für 1050 Bits. Vielen, vielen Dank. So, aber zumindest Minecraft mache ich jetzt auf jeden Fall mal Schluss. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Auch auf YouTube natürlich ist heute ein bisschen kürzer gewesen, Minecraft Hardcore. Mal gucken, vielleicht muss ich dann auch mal einen Stream dazwischen schieben oder ein, zwei Folgen vielleicht dann persönlich auf YouTube-Aufnahmebasis aufnehmen. Mal gucken. Mal schauen. Chilis Nachtsicht nicht vergessen. Wir machen das nicht, das scheiß drauf, komm. Wenn du da echt nur 20 Sekunden länger atmen kannst, scheiß der Hund drauf, dann echt drauf gekackt. Brauchst du nicht. Schissen. So, also, ne, hier die Aufnahme beende ich jetzt schon mal. Ansonsten, ich verabschiede mich natürlich von Twitch gleich nochmal regulärst. Und ja, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Haut rein. So, ich beende